So, Turner TV, fünfter Tag, live aus Schweden. Die K.O.-Runde hat heute angefangen. Die erste und die zweite haben gerade gespielt. Das Spiel ist gerade ein paar Minuten her. Team 1 ist souverän in die nächste Runde eingezogen, ist jetzt unter den letzten 32 Mannschaften. Für Team 2 hat es leider nicht gereicht, trotz einer 2-0-Führung. Wir fangen mit dem Sieger an. Neben mir steht Kapitän Henrik Winkelmann. Henne, das war, denke ich mal, wieder ein souveräner Auftritt. Ja, ich denke, ganz souverän. Die zweite Halbzeit, ja, kann man drüber reden, aber die erste Halbzeit ganz souverän, 4-0 geführt. Was will man mehr? Ja, zweite Halbzeit sah so aus, ihr habt, denke ich, auch schon mal Kräfte gespart. Heute Nachmittag ist ja noch dann gleich die nächste Runde. Was meinst du, wie weit kann es gehen jetzt? Noch eine Runde weiter? Ich denke, das nächste Spiel kann man auf jeden Fall auch noch gewinnen. Und morgen muss man sehen, was noch drin ist. Von Spiel zu Spiel kurz. Du sagst es. Heute auch mal wieder geknipst. Das freut mich natürlich. Das freut mich. Gehen wir mal rüber zu Team 2. Fabian Carstens aus der zweiten. Fabi, 2-0 geführt zur Halbzeit. Und was ist dann passiert? Ja, wir haben aufgehört, Fußball zu spielen. Dann haben wir viele Fehler im Mittelfeld gemacht, auch viele Fehler in der Abwehr gehabt. Ja, wie es halt so viel will, hatten wir dann halt auch viele Standardsituationen gegen uns. Und dadurch sind dann halt auch 2 Tore gefallen. Dann ist das Spiel halt gekippt. Und dann dadurch, dass wir jetzt eine 2-0-Führung aus Hand gegeben haben, haben wir, denke ich, auch verdient verloren. Also sowas darf man eigentlich nicht mehr aus Hand geben. Du sagst, das darf nicht passieren. Wie schwer ist jetzt die Enttäuschung, dass das Turnier jetzt schon zu Ende ist? Ja, es ist halt sehr ärgerlich. Ich meine, es ist eigentlich richtig schlimm, vor allem wenn man jetzt eine 2-0-Führung aus der Hand gibt und dann jetzt, sag ich mal, so verliert. Und kann man, ich glaube, ich habe es noch nicht richtig realisiert. Also es ist richtig ärgerlich. Und sonst die Woche, du bist ja das erste Mal hier, macht soweit Spaß alles? Ja, also ich bin echt beeindruckt von dem Turnier. Auch die Eröffnungsfeier. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Leute sind, weil es ja sehr verteilt hier, aber es ist echt beeindruckend. Das soll es dann auch eigentlich gewesen sein. Ich danke euch. Ich sehe gerade, der Trainer kommt. Vielleicht kriegen wir da noch schnell eine Stimme rein. Sören, können wir vielleicht kurz? Ja. Sören, die beiden Spiele. Team 1 ist weiter, Team 2 ist raus nach 2-0-Führung. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Mannschaft 1, denke ich, hat einen souveränen Auftritt wieder hingelegt. Die nächste Runde wird sicher deutlich schwerer. Team 2, ja, wir haben als Mannschaft zu viele Fehler gemacht. Das darf uns nicht passieren. Und das aus haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das ist ganz klar. Darüber werden wir auch definitiv sprechen müssen. Danke. Alles klar. Ich danke dir. Das soll es dann gewesen sein. Heute Nachmittag das nächste Spiel. Wir werden dann auch wieder danach live berichten. Dankeschön.